Moin zu Werder TV Insight vor dem Spiel gegen Mainz. Heute machen wir es kurz und schmerzlos, wobei schmerzlos gilt wahrscheinlich nur für euch Insider. Wobei schmerzlos gilt, glaube ich, gar nicht. Das tut schon beim Zuschauen weh. Das 1:1 in München durch Philipp Coutinho war nicht nur der Ausgleichstreffer für den FC Bayern, sondern auch gleichzeitig noch das Hinrundenaus für Theodor Gebrselassie. Es ist einfach eine scheiß Hinrunde. Für Theo gilt das in diesen Tagen leider in doppelter Hinsicht. Theo, wie ist das passiert? Ja, ich glaube, es war einfach eine sehr unglückliche Situation. Weil ich habe probiert, bis zum letzten Moment die Situation zu retten, aber leider es war genau da, wo Platz war, leider sehr stumpf oder so. Und meine Knie ist nicht gerutscht auf dem Rasen, aber ist einfach hingeblieben und ja, dann hat das jeder gesehen. Sonst hättest du den womöglich noch geklärt. So sah es jedenfalls aus. Ja, da bin ich mir 100% sicher, dass sie wurde den Ball hinbekommen, aber bin einfach an dem Punkt gestoppt. Ja. Schmerzhaft sah es aus für alle, glaube ich. Schmerzhaft für dich war es besonders. Wie geht's dir jetzt? Ja, ich kann besser gehen als gestern, aber ja, es ist Schritt für Schritt besser, aber es ist nicht optimal natürlich. Es ist zweiter Tag danach und ja, es dauert ein bisschen jetzt. Das bedeutet dann für dich, die Feiertage sehen dann eher so aus, dass du gar nichts machen wirst, oder kannst du da direkt eine Reha starten? Eigentlich, das war auch mein Plan vorher, dass ich wollte gar nichts machen für die Feiertage. Da hat sich nicht viel verändert, aber natürlich, ich habe schon dann Termine mit den Physios ausgemacht, auch in Tschechien. Und wenn ich dann komme zurück nach Bremen, dann ich würde weiter in meinem Reha-Programm dann arbeiten. Schreibt eure Genesungswünsche unter dieses Video in die Kommentare. Auch von dieser Stelle aus, lieber Theo, natürlich alles Gute und gute Besserung. Ohne dich werden die zwei letzten Spiele des Jahres sicher nicht einfacher. Es ist einfach eine scheiß Hinrunde. Dahinter könnten wir jetzt einen Punkt machen oder gar ein Ausrufezeichen, aber die Hinrunde ist ja noch gar nicht vorbei. Es gibt jetzt ja keine großen Ausreden oder wir können jetzt sagen, wir warten jetzt nochmal, sondern wir müssen jetzt punkten. Und das wird gegen die Mainzer angesichts der personellen Situation nicht einfacher. Theo wird wohl kaum mitspielen. Sebastian Langkamp ebenso. Füllkrug, Toprak, Möwald und Joshua Sargent auch noch. Sie alle sind verletzt. Das macht's nicht besser. Jetzt müssen wir die letzten beiden Spiele einfach auch am Dienstag mit der Kraft des Weserstadions. Ich weiß, dass die Fans enttäuscht sind, das weiß ich und das ist auch völlig in Ordnung. Aber Dienstag müssen wir es erzwingen zu Hause, weil wir sind jetzt im Abstiegskampf. Da müssen wir nicht drum herum reden. Und mit dieser Mentalität müssen wir da auch reingehen. Bester Zeitpunkt für alle anderen abzuliefern und entscheidender Faktor dabei könnte unser Kopf der Woche sein. Der gehört nämlich Finn Bartels. Comeback nach 9 Monaten Verletzungspause bzw. nach über 2 Jahren Leidenszeit. Wir freuen uns sehr, dass er zurück ist und gegen Mainz hoffentlich mit angreifen kann. Vollgas von Beginn an, 18.30 Uhr geht's hier los, Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Alle Stimmen findet ihr nach dem Spiel natürlich wie gewohnt auf www.werder.tv und dort findet ihr jetzt schon die Torschau vom Wochenende unserer Juniorenteams mit einem Pokalerfolg unserer U19. Die sind ins Halbfinale eingezogen des DFB-Pokals der U19-Junioren. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Ja! Ja! Hoffen wir, dass auch unsere Profis endlich mal wieder einen Grund zum Jubeln liefern. Wir sehen uns am Freitag bei Werder TV Insight wieder zum letzten Mal in diesem Jahrzehnt. Bis dahin. Tschüss.